Ein Jobangebot in Dublin klingt verlockend. Rote Rosen verlässt Ellen Lüneburg und David. Ellen bekommt in der nächsten Folge ein verlockendes Jobangebot. Wird sie dafür Lüneburg verlassen? Und was wird aus der Beziehung mit David, wenn sie in Dublin Karriere machen möchte? Anfänglich ist Ellen Reichert, Jung Wang, wenig begeistert davon, dass ihre Mutter ihr einen neuen Job vermitteln möchte. Ist ja eigentlich glücklich in Lüneburg, denn alles, was ihr wichtig ist hier, ihre Familie, ihre Freunde, der Superjob und David natürlich. Daher verschweigt sie ihrem Freund David, Arne Rudolf, das Jobangebot. Ihr Ex-Lover-WG-Mitbewohner Simon hat dafür nur wenig Verständnis. Job oder Liebe? Ellen muss sich entscheiden. Erst als Ellen im Detail erfährt, um was es bei dem Job geht, zieht sie eine Veränderung in Erwägung. Der Bekannte von Ellens Mutter hat eine große Kochboxenfirma und ist schwer beeindruckt von ihren Rezepten. Die wollen mich als Nachwuchsmanagerin haben, weil ich BWL studiert habe und Köchin bin. Das ist eine sehr seltene Kombi, erklärt sie Simon bei der Arbeit. Der Job ist perfekt für dich, ist Simon beeindruckt und kann nicht verstehen, warum Ellen so wenig begeistert ist. Er geht allerdings von einer möglichen Anstellung in München aus, und nicht in Dublin, was Ellen bisher verschwieg. Die Aussicht findet Simon dagegen noch reizvoller und bestärkt sie darin, den Job ernsthaft in Erwägung zu ziehen. Dublin ist doch noch viel besser, das ist eine Megastadt. Gegenüber David kommt Ellen nicht so recht heraus mit der Sprache und erzählt ihm nur zwischen Tür und Angel von dem Angebot, das nicht der Rede wert ist. Job oder Liebe? Ellen hadert mit ihrer Entscheidung und holt sich Rat bei ihrem Vater Jens, aber der will seiner Tochter die schwere Entscheidung natürlich nicht abnehmen. David sucht das Gespräch mit Ellen und rät ihr schließlich, den Job anzunehmen, das wäre Wahnsinn, so eine Chance auszulassen. Während Ellen weiter mit der Entscheidung hadert, entschließt sich David kurzerhand mitzugehen. Im Überschwang der Gefühle macht Ellen David sogar einen Heiratsantrag. Ihm bleibt die Spucke weg und Ellen bekommt keine Antwort. Nachdem David doch noch einwilligt, schmiedet Ellen sofort Pläne für eine Hochzeit und ein neues Leben in Dublin. Das Ganze hat nur einen Haken, wie sich erst später herausstellt: David will noch nicht heiraten und er will eigentlich auch nicht mit Ellen nach Dublin ziehen. Plötzlich steht die Trennung im Raum und sie treffen gemeinsam eine Entscheidung.